ist etwas und es beobachtet uns. Da ist etwas, das uns belauscht. Da ist etwas, dem wir uns nicht entziehen können. Würde es dir gefallen, die Welt einmal so zu sehen, wie sie wirklich ist? Was geschieht hier? Privatdetektiv Harry Damour bewegt sich auf einem schmalen Pfad. Ich möchte, dass Sie mir helfen. Würden Sie den Auftrag annehmen, Mr. Damour? Klar, wo soll ich unterschreiben? Zwischen dem, was man sehen und verstehen kann. Hier sind Menschen gestorben. Ich will wissen, wieso. Ich kenne einen Namen. Und man flüstert diesen Namen, wenn man ihn ausspricht. Sagen Sie ihn mir. Nix. Und dem, wovor man sich fürchten muss. Nix ist tot, also sag mir, warum du solche Angst hast. Aber begreifen Sie denn nicht, dass es darauf überhaupt nicht ankommt? Von jetzt an... Ich rate Ihnen, sich nicht einzumischen. Wir alle haben so lange auf seine Heimkehr gewartet, das lassen wir uns doch jetzt nicht kaputt machen. Ist jeder Schritt. Sie werden von der dunklen Seite angezogen. Gefällt Ihnen das nicht? Ganz und gar nicht. Aber das ist Ihre Bestimmung. Finden Sie sich damit ab. Ein weiterer Schritt in eine tödliche Wahrheit. Er konnte in die Köpfe der Leute eindringen. Er hat sie Dinge sehen lassen. Schreckliche Dinge. Das ist deine Meisterleistung. Keine Tricks. Es geht nur um die Wahrheit. Wenn nichts von den Toten auferstanden ist, dann ist er wirklich so etwas wie ein Gott. In einer Welt, in der die Magie Wirklichkeit ist, wird der Tod zur eigentlichen Illusion. Ich bin gekommen, um diese Welt zu zerstören. Macht euch bereit, mein Wissen zu empfangen. Das ist nicht die Wirklichkeit. Du darfst sie nicht ansehen! Nix! Kommen Sie mit mir, Damour. Ich habe so viel Macht, die ich Ihnen geben kann. Alles, was Sie tun müssen, ist darum zu bitten. Clive Barkers, Lord of Illusions.